Hallo, meine Liebe. Es tut mir leid für dieses Licht, aber in unserer Küche ist es sehr dunkel, weil die Jalousien sind zu und das Licht ist aus. Aber ich mach mal das Licht ab. Ha. Ja, mein Lieben, ich dachte mir, ich nehme euch heute noch mal ein bisschen mit, weil ich kein Video habe für die nächsten Tage. Und ja, ich dachte mir, deswegen nehmen wir uns mit. Ich bin mir gerade am Essen machen. Ich bin gerade von der Schule gekommen. Wir haben es 13:30 gleich. 13:21 Uhr. Ich mache mir so ein leckeres, ungesundes Essen hier, weil ich kann leider nicht viel essen, weil ich eine neue Zahnspange bekommen habe und ich jetzt immer so Gummis tragen muss und deswegen, also die Gummis hatte ich schon mal, jetzt habe ich sie wieder und deswegen tut es alles ein bisschen weh und ist ein bisschen empfindlich und deswegen kann ich nicht so gut kauen und deswegen kann ich leider nicht das essen, was meine Eltern essen, sondern muss mir irgendwas anderes machen. Mein Hund hat sich gerade hingefleezt und deswegen warte ich jetzt, bis mein Wasser gekocht ist. Das ist im Nebenraum. Und ja, sonst, was sonst noch passiert heute, wir schauen mal. Also, wo ist mein Hund? Felix, hallo! Sieht ihn gar nicht. Ja, ich bin gerade, wie gesagt, von der Schule gekommen und ich bin schon ganz fleißig am Video schneiden und hochladen für euch. Und dann habe ich, glaube ich, auf jeden Fall vor, zwei Videos zu drehen. Ich glaube, ich habe nur Lust zu einem. Aber ich versuche das zweite auch noch zu drehen, weil ich das endlich weg vom Tisch haben möchte. Und ja, da muss ich auf jeden Fall noch aufräumen, weil hier liegt so viel Scheiße rum. Guckt euch allein mal meinen Kinderwagen an, ey. Das ist einfach das Problem, dass ich in letzter Zeit so viel mit der Schule zu tun habe, dass ich mich einfach nur in mein Bett setze, Videos schneide und irgendwas für die Schule mache. Und ich habe überhaupt keine Zeit. Ich habe auch schon Jalousien seit 3 Tagen nicht mehr offen. Das ist echt total depressiv macht mich das auch, weil ich komme von der Schule und habe keine Zeit irgendwie für mich und Kieferorthopäde, Arzttermine, das ist alles total scheiße. Und ja, hier liegt halt alles rum irgendwie und das wollen wir heute mal alles aufräumen hier, weil ich möchte wieder ein ordentliches Zimmer haben. Ja, das möchte ich so. Und hier mein Schulordner, fällt ja auch schon in das Kinderbett rein. Guck mal, hier ist die gleich auf Lennox Kopf. Das habe ich gerade noch ordentlich weggelegt. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, oh nein, oh nein. So. Das Paket hier. Dieses Video mache ich gleich jetzt erst. Da habe ich mich richtig Lust zu. Ich liebe Hauls für euch drehen. Dann würde ich sagen, mache ich gleich noch das Versteckvideo im Maxiko. Das habe ich ja letztens mal im letzten Vlog abgebrochen, weil ich so kaputt und so müde war. Und das Versteckvideo im Kinderwagen. Denn der Kinderwagen wird vielleicht heute ausziehen. Also ich verkaufe ihn nicht, aber meine Schwester, Lelox zieht vielleicht heute zu meiner Schwester, zu meiner Großen, nur so also auf Urlaub. Ja, das wollen wir auf jeden Fall alles machen. Die Kleinen liegen hier auch seit ein paar Tagen unangerührt im Bett. Also ja, es gibt Tage, wo ich den nicht anfasse. Das bekomme ich ganz, ganz oft in die Kommentare gestellt, diese Frage. Und ja, es gibt es natürlich. Es ist klar, dass man nicht alles mit den Babys macht. Und es gibt auch Tage, wo ich mir denke, bist du bescheuert? Ja. Und es gibt auch Tage, ich verkaufe die jetzt. Oder es gibt auch Tage... Nee, ja, solche Tage gibt's alle. Und heute ist so ein Tag, ich habe voll Lust, irgendwas mit denen zu machen. Deswegen mache ich heute was mit denen, deswegen vlogge ich auch. Und ja, ich würde sagen, ich baue gleich mal mein Stativ zusammen, weil es liegt ja auseinandergebaut. Es liegt immer noch auf dem Bett. So, mal schauen, wie ich das hier auseinandergebaut habe. Ich muss das nämlich mit zur Schule nehmen, weil wir in der Schule gerade einen Film drehen. Und dafür brauchten wir ein Stativ und eine Kamera. Es liegt hier meine Kamera auch hier oben. So, jetzt haben wir es aber schon wieder zusammengebaut hier fast. Ist doch schon mal ganz gut. Können wir das nämlich gleich benutzen. So, ja, und dann werden wir halt, wie gesagt, diesen Vlog muss ich sehr, sehr viel noch für die Schule machen. Das heißt, ich werde nicht so viel Zeit haben zu vloggen, aber ich versuche natürlich so viel wie möglich zu machen. Und hoppa. Dann versuche ich natürlich auch gleich das Video zu drehen, ja, von diesen Versteckvideos. Und jetzt drehe ich einmal kurz den Haul. Da beeile ich mich jetzt auch extrem, weil ich möchte unbedingt essen. So, alles aufgebaut, kann losgehen. Ich würde sagen, ich schaue mal kurz. Oh, jetzt scheint die Sonne, ist auch eigentlich perfekt zum Rausgehen gerade. Aber, ja, wir wollen auch auf jeden Fall nachher noch zu meiner Schwester. Da müssen wir nämlich im Moment, ganz viel ausdrucken, weil mein Bruder muss irgendwie ganz viel für die Schule machen.
Und ja, ich selber auch jetzt. Ich muss morgen so eine riesen Mappe mit ganz vielen Sachen abgeben und das muss ich alles noch ja, jetzt ausdrucken nachher. Das machen wir bei meiner Schwester. Deswegen fahren wir jetzt zu meiner Schwester und ich hoffe dann, dass sie Lennox nimmt. Ich habe ihr gerade geschrieben, ob sie es macht, aber ich habe auch keine Antwort bekommen. Ja, aber gerade im Moment bin ich so, dass ich Lennox fast verkaufe. Das habe ich jetzt schon mal im Live-Video gesagt. Ja, und deswegen möchte ich gerade einfach ein bisschen Abstand zu ihm, um dann wieder zu merken, wie wertvoll er mir ist. Weil ich will ihn halt einfach nicht verkaufen. Ja, weil er halt so mein erstes Baby war, aber irgendwie gerade habt ihr schon recht. Ich schreibe mir ja schon wieder immer nur in die Kommentare, oh, du vernachlässigst Lennox so, aber im Moment stimmt es einfach und das wollen wir natürlich nicht mehr. Ich würde sagen, ich drehe jetzt kurz den Hall, damit ich das hier alles weg habe. Und dann sortieren wir mal die Babywäsche hier weg. Aber ich glaube, ich mache vorher alles für die Schule, weil ich habe echt nur bis 3 Uhr Zeit, das für meinen Bruder fertig zu machen für die Schule und für mich das fertig zu machen. Und ich muss so ein halbes Buch lesen, irgendwie 40 Seiten oder so muss ich noch lesen. Auf Englisch. ja, ich glaube, das mache ich zuerst, weil sonst habe ich nachher echt Probleme, das fertig zu kriegen bis morgen. Ich habe mich in der Woche jetzt einfach vertüdelt mit den ganzen Sachen und ja, aber auf jeden Fall werden wir hier noch aufräumen und die Kleinen noch alle umziehen. So, mein Lieben, ich habe jetzt doch noch 2 Videos gedreht. Das mit dem Maxi-Cosi mache ich dann doch später. Schaut euch hier schon wieder mein Chaos an, ey. Ich könnte ausflippen. Ja, also so sieht übrigens der Jaden aus, wenn er ein Video drehen, das ich hatte. Total rosa. Ja, ich habe gerade, wie gesagt, das Video zum Verstecken gedreht und den Haul von der lieben Mel. Ich kann es mal zeigen. Oh, ist das nicht süß, die ganzen Sachen? Oh. Und diesen Body hier werden wir jetzt dem Jaden gleich anziehen, also nachher irgendwann. Werden wir machen. Und sonst muss ich mir jetzt echt mal die Schulsachen machen. Und das mache ich jetzt auch, weil ich muss das noch schaffen und mein Essen wird auch kalt. Mein Stativ wieder einfahren. So. Ja. Ich räume jetzt hier mal kurz auf, alles wieder. Weil ich habe hier echt ein Chaos verbreitet. Schaut euch mal das hier an. Alles nur Kinderwagenzubehör. Irgendein anderer Müll. So. Zack. Dann hoffe ich mal, dass meine Schwester gleich mal antwortet, damit ich Lennox bereit machen kann. Weil das sind ja auch noch ein paar Vorbereitungen, die ich da treffen muss. So, zack. Das kommt jetzt in meinen Schrank. Ich habe extra so einen YouTube-Schrank, wo alle meine Sachen reinkommen. So, hier unten. So, fertig. Das sind die Mäuse. Oh, die sind so süß. Schaut euch mal diese Kamelle an. Oh, nicht so schnuckelig. Ja. Das mache ich jetzt. Ich bin auch im Überlegen, ob ich das Bett. Ja, das Bett kann ich nicht neu beziehen, weil ich habe hier so einen richtig ekligen Fleck. Seht ihr das? Da ist mein Kakao ausgelaufen. Nicht in diesem Bett, sondern in meinem Bett. Ich kuschel nämlich ganz oft mit der Decke in meinem Bett. Finde das immer ganz angenehm. So. Das mal wegräumen. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Es ist schon fast peinlich, euch das zu zeigen. Stell dir vor, keine Ahnung, ihr kennt mich wirklich. Und dann denkt ihr so, oh mein Gott, die ist eigentlich voll ordentlich. Hat die so ein Zimmer zu Hause. Also bildet euch nicht darunter ein, ich bin eigentlich total ordentlich. Ich bin echt so ein, keine Ahnung, so ein Junkie nach Ordentlichkeit, aber irgendwie im Moment habe ich einfach viel zu tun. Deswegen kann ich nichts ordentlich halten. Aber ich fange jetzt schon mal an hier. Einige Sachen, die hier so rumstehen. Ist hier noch alles drin, ey. So, eingepackt. Jetzt kommt das hier noch raus. Dann, tada, ist hier schon ein bisschen ordentlicher, schon besser. Dann der Bugaboo hier nicht wieder hin. So. Der Jade kann wieder ausgezogen werden. Sieht ja aus wie so ein Mädchen hier, ne? Digga. So gern ein Mädchen. Jade, du Mädchen. So. Kleiner Schnuckemann. Mal sein Kuscheltier wieder. Jetzt geht Lennox wieder. So. Oh, sein Babypopo. Süß. So. Hopp.
schlafen. Alle, alle schlafen. Gut, dann haben wir das schon wieder ordentlich. Das hier muss alles auf den Wickeltisch. Weil hier immer eine andere Chaos-Ecke. Das muss alles aufgeräumt. Wie viel willst du Gassi? Willst du Gassi gehen? Willst du in den Garten? Willst du spielen gehen? Ja? Okay. Er will einfach nur die Katzen jagen. Aber gut, soll er machen. Ja. Babu. Der Hund ist so bescheuert. Das geht auch der lieben Mel. So, dann kommt das hier alles wieder in den Bugabu reinräumen. Jetzt will der Hund wieder rein, wisst ihr? Dann will er nur kurz die Katzen jagen und dann fühlt er sich toll und dann will er wieder rein. Felix, bitte wieder rein! Komm! Er ist so bescheuert. So, ich muss aber echt gleich mal essen. Ich bin schon eine halbe Stunde hier am Machen und mein Essen ist bestimmt kalt. So. Vom nächsten Spaziergang muss ich das alles ordentlich machen. Oh, so. Zack. Dann noch das hier rauf alles. Chaos, ey. Chaos. Könnt ihr euch das nicht vorstellen, ey. Also wie gesagt, ich bin eigentlich echt nicht so. Aber Moment, schmeiße ich ja immer irgendwas hin hier und dann ist es immer so. So. Ich glaube, ich bringe das auch nachher mal alles in unsere Sauna hier, was ich alles nicht brauche. So. Ich sehe mich ja gar nicht, ey. Habe ich hier noch Sachen für Felix? Und ich bin Hund für meinen Freund Felix, ne? Wäsche. Muss ich auch unbedingt machen. Waschen. Eine gute Idee. Das hier kann alles in die Wäsche. Felix kann alles in die Wäsche, ja? Alles. Du auch? Willst du auch waschen? Willst du auch gewaschen werden, Felix? Nee? Okay. So, oh, mein Lieben, schau dir das mal an. Das ist schon mal ein bisschen ordentlicher. Jetzt würde ich das da hinten aufräumen. Und dann bin ich schon fast zufrieden. Und das einfach nur in so einer richtig kurzen Zeit hier. Ha. Gut, aber ich werde mich erstmal an mein Essen machen da hinten. Und an die Schule. Ja. Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. Ich berichte euch auf jeden Fall, ob Lennox heute weggeht, ja. Und was sonst noch so passiert. Ich bin ja, also ich hoffe, dass ich das alles schaffe. Was es angeht, hier das mit der Schule alles zu schaffen, weil es ist echt. Ich richtig viel, was ich da machen muss. Und für meinen Bruder muss ich halt noch so viel machen. Der muss ein ganzes Apparat machen. Und das muss leider ich alles machen. Alles vorbereiten, weil ich halt die Einzige bin, die irgendwie mit dem PC umgehen kann hier. Und ich auch die Einzige bin, die ein PC hat. Ja. Es fängt an zu regnen. Oder zu hageln. Hagelt. Oh, es hagelt hier. Sehr schön. Ja, oh mein Gott. Meine Mutter wird mich umbringen, wenn sie das hier sieht. Bringen wir erstmal kurz weg. Unser Badezimmer. Kennt ihr unser Badezimmer schon? Nee, ne? Ich glaube nicht. Gehen wir mal in unser Badezimmer. Ja, hier läuft Radio. Ich muss es ein bisschen übertönen, denn ihr dürft es nicht hören. So, oh mein Gott. Alles hier in unsere Wäsche. Wäsche ist schon mal weg. Es geht nicht mehr zu. So, das war unser Badezimmer. Hier schlägt mein Hund. Und jetzt gehe ich wieder mal zu. Das hier muss weg. Ich muss hier oben nicht saugen. Guck mal, ich habe genäht und das hier sind hier so ganz viele Fusseln. So, meine Lieben. Ich habe jetzt relativ lange gearbeitet. Wir haben es jetzt 3:30 und ich habe die ganze Zeit durchgearbeitet und war ganz fleißig für die Schule und so. Und oh, das ist so schönes Wetter. Ich möchte rausgehen. Aber es regnet, obwohl es schönes Wetter ist. Ja. Ich habe hier wieder aufgeräumt. Sieht ein bisschen ordentlich aus und. Oh mein Gott, nee. Das sieht man gar nicht so. Ja, ich muss auf jeden Fall noch weitermachen, denn ich habe noch ein paar Sachen abzutippen. In den PC, um das nachher auszudrücken. Und das mache ich jetzt alles, weil wir fahren doch erst. Also eigentlich sollten wir schon längst bei meiner Schwester sein. Aber wir machen das doch erst später. Und deswegen mache ich das jetzt schnell zu Ende. Und ja, dann hoffe ich, dass das alles läuft. Ich
das alles hinbekomme, weil es echt noch viel. Ich muss nämlich ein Buch lesen und dazu die ganzen Inhaltsangaben für irgendwelche Kapitel fertig machen. Marvin, ich stalke dich. Pass auf. Gangster. Nein, da brauchst du nicht rein. Hast du gerade den großen Pikachu da gesehen? Ja. Ja, an den Decke hin. Ja, wo ist denn dieser Laden? Nein, wir müssen hier rum. Marvin!